gar nicht einsetzen. Aber das war egal, weil ich. Zieh mal gerade kurz den Change und geh auf Grammwurks. Ah, habt ihr gesehen gerade was hat das Viech jetzt gemerkt? Sonja. Okay, dann wollen wir mit. Komm mal her, egal was du jetzt gerade hast. Du hast nichts gehabt. Okay. Ich dachte mir, du hättest irgendwie ein super Item gehabt oder so. Wobei. Wobei. Ja, dann gehen wir die Krim mal. Wobei ist die weitere Fortwicklung. Die Fortwicklung. Wo hat mir wo gewonnen? Ja, gut. Glüffel aus der Inspiration. So, was haben wir denn hier unten noch? Hier unten ist noch ein Trainer. Ja. Ja, kein Wort. Wie einfach das hier. Ein Spiritkerl. Hallo, Spiritkerl. Mit dem Spiritkerl, den zeige ich euch dann noch bei Gelegenheit. Wo ich denn einsetzen kann. Stimmt, den gab es auch noch. Ah, oh, das Thema, ja. So, ich brauche es nicht. Ich dachte, es wäre jetzt hier irgendwie noch ein Item oder so zu sehen. Gut, gucken wir nochmal für das Haus hier. Bilder des Bärenmeisters, gratis Bären für alle. Gehst du auch so lange, wo du deine Bären gepflanzt hast? Ja. Ja, das dachte ich mir. So lange kenne ich. So eine Karte kannst du nachsehen, wo reife Bären darauf warten, gepflückt zu werden. Ja. Wie wär's mit einigen Bären? Wir sollten uns noch Bier frischem Anbau. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verschenke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Du hast ja auch eine Bäre verdient. Verdient. Eine Jonagobere. Was auch immer die bedeutet. Oder bewirkt. Gut, liebe Leute, dann sind wir fertig mit der Route 208. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und dann geht's mit weiter in die nächste Stadt. Glaube ich, die heißt dann Herzhofen. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Thema Herzhofen. Hofen. In Herzhofen kann man eigentlich allzu viel machen. Es gibt zwar eine Arena, aber die können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht herausfordern. Hatte ich eigentlich gehofft, dass wir das hinkriegen, aber das war heute oder in der nächsten Folge danach eine neue Arena machen. Macht man noch nicht. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt des Himmels gewählt wird. Ich will aber hier leben. Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort Super Wettbewerbsshow. Ich werde mit einem Lieblings-Pokémon dran teilnehmen. Okay, mach das mal. Damit herzlich willkommen in Herzhofen. Wir werden aufgehalten von einem flüchtigen Aspirohr. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre ein Aspirohr wie weiß vorhin gelaufen. So, Aspirohr, jetzt gehen wir zurück in den Pokéball bitte mit dir. Mein Name ist Julia. Ich bin die Jurorin bei der Super-Wettbewerbsshow. Such mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Oh. Na gut. Okay. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Da ist die Qual dabei. Fühlst du dich der Arena oder der Super-Wettbewerbsshow? Wahrscheinlich jetzt gerade eher der Show. Aber das müssen wir. Will ich. Oder. Ich will's nicht, aber ich nehm's mal mit. 1, 2, Step, 1, 2, Flip und Drehung. So. Hier kommen wir sowieso noch nicht weiter. Hallo, du da. Ist dein Pokémon alle interessiert? Ich habe den Pokémon heute im Poster gefunden. Möchtest du es haben? Klar, gibt's ja.
würde mit einem Team reisen und das wäre mein Top-Pokémon platziert, ist irgendwann ein Pokémon draus. Das soll zumindest ein gewisser Professor Lind aus Kyoto behauptet haben. Ich weiß gerade gar nicht, welches Pokémon du schlüpft. Ist es Togepi? Gut, das lassen wir jetzt mal nebenbei. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren frage, sehe ich es mit anderen Augen. Ich hatte da viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. So, dann gehen wir mal da rein, in dieses Gebäude. Unsere Superwettbewerbshow der Plätze treuer Leuten viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, statt schön zu sein. So, lass mich raten, du hast jetzt 100.000 Stockwerke. Ne, du hast noch eins. Hier, diese Muschelglocke kannst du deinem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Okay, danke schön, cool. Ja. Moment, ist die alle Mitglied von Team Galactic oder gibt es da wieder einen Bericht über die? Hier ist wieder eure Helena mit dem Wetter. Heute regnet es auf Route 213 Bindfäden. Dabei bleibt man lieber zu Hause, hört Musik, hey, und sieht zu, wie draußen alles nass wird. Oder man lacht sich über die Leute ohne Schirm statt, die panisch von dem Regen davonlaufen. Ja, yeah. Geil, ein bisschen Schadenfreude. Das war's doch schon wieder vom Wetter. Von mir. Bis zum nächsten Mal. Da stand nämlich gerade was von Team Galactic, deswegen war ich ein bisschen irritiert gerade. Gut, aber immerhin haben wir etwas bekommen, und zwar die Muschelglocke. Ich glaube, die Web ist eine Show. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch machen. Ich glaube nicht, ob die heute noch machen oder in der nächsten Folge. Da ist die Dame. Die Dame noch. Ich darf der ganzen Welt schauen, meine Superwettbewerbsshow mit. Also, was, wenn die ganze Welt beim Schaufall wird, was soll ich tun? Nicht mitmachen. Ich find's meinen Augen unnötig, aber wie gesagt, wenn wir machen. Hier ist noch ein Pokémon-Fan-Club. Wie gesagt, heute werden wir tatsächlich nur die Stadt erkunden und keine Arena machen. Die Arena machen wir dann nämlich zu einem späteren Zeitpunkt, oder müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Wir hätten jetzt eh noch keine Chance. Ich glaube, das ist dann die vierte oder fünfte Arena. Hallo, ich arbeite für Jubelschat TV. Das wird ein schnelles Interview. Ja. Vielen Dank. Dann lass uns am besten gleich anfangen. Damit ich die Stadt die Bestform sehe. Wie denkst du über dein Medi-Team? Ach, ich verstehe. Vielen Dank. Das Interview, dem ist in einer unserer Sendungen ausgestrahlt. Schalte doch ein, sieh dir an, wie du im Fernsehen drüber kommst. Ich hätte es gerne mal die Antwort gesehen. Willkommen im Pokémon-Fanclub oder Mini-Tee. Ich hätte recht neutral gegenüber zu stehen. Was liegt der an dir, das zu ändern? Ja, ich hab's ja gerade erst gefangen. Alles gut. Hallo, hallo, wie geht's dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du ein Pokémon nur ich sage mal belohnen willst, was tust du denn? Und was mich betrifft, ich gebe dir einen leckeren Knusp. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Als Beispiel, sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knusp zum Futter. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Ganz Beispiel. Aber wenn ich das an scharfen Knusp dann putzen, dann kann sich ein Pokémon auf eine geballte Ladung cooles gefasst machen. Wie du siehst, sind Knusper sehr wichtig. Wir suchen alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, mit deiner Geduld hast du dir diese Knusper redlich verdient. Viel Vergnügen damit, das wünsche ich dir. Oh, ich habe die Knusbox bekommen. Ah, danke schön, cool. Fühle dich weiter fleißig mit vielen Knuspen, wenn du deine Krustige deine Pokémon verteilst. So, okay, dann haben wir das Thema Fanclub erledigt. Was haben wir hier? Knospel, nee, der ist wirklich Knospel für süßes Leben. Kann ich jetzt welche kaufen oder was? Scharfer Coolness, ne? Also, sie werde ich einfach Bären damit dabei. Du gute Knospel, brauchst du seltene Bären. Lauf, dass du nichts verschüttest, je guter du bist, desto gewähren die Knospel. Gute Ernährung. Er gibt Energie, hat froh. Geht für Menschen, Pokémon gleichermaßen. Hey du, lass uns gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Wäre die Videoentwicklung kurz, bevor du deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du doch den flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht. Rühre kräftiger mit den Kreisen in Bewegung, sobald der Teig etwas fester wird. Zu guter Letzt wünsche dir noch, dass der Knospel richtig lecker wird und du rührst, was das Zeug hält. Okay. Sie haben mit dir kann ich jetzt kochen? Hallo, hier kannst du das Kochen mit Bären Knospen zubereiten. Klar, machen wir. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Kann ja nicht schaden. Eins. Da haben wir noch genug von. Da nochmal. Was ist eine Frage?
Maria wäre noch mit. Okay, machen wir so. Gucken, was einfach rauskommt. Blub, 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 blub. Weiter mit. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Ah, mit dem linken Stick könnt ihr das machen. Okay. Ich darf jetzt nicht zu fest rollen, damit sie zu fest wird. Ich darf jetzt natürlich nicht zu feste machen. Soll noch langsam rollen, okay. Ganz einfach, ne? Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren. Fertig. Ja, ich glaube, so gut ist es nicht geworden. Eine Minute, ich glaube, zweimal angebrannt, ja. Es ist halt nicht einfach. Nichts ist genug. Das reicht. So, gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Leute. Was haben wir denn schönes gekriegt? Ja, wie gesagt, war jetzt mal einfach ausprobieren. Öffnen. Gucken wir mal, was wir drin haben. Was haben wir denn hier? Happy's. Oh, schlecht sind die gar nicht. 17? Ja, warum nicht? Herb. Was haben wir denn Herb? Jetzt gerade nicht gesagt, ne? Ich probiere es mal von jedem. Widerwillig, okay. Es hat sich gemocht. Klugheit und Schönheit ein bisschen hoch, ja. Okay. Probieren wir, was Bonita mag, sagt. Ja, der hat es auch nicht gemacht. Okay, ich kann nicht kochen. Das ist schon klar. Luca, schön, das ist klar, dass es hochgegangen ist. Wir wissen mal, wie bei Blieprint. Ich mag es ja irgendwie ein Pokémon. Aha, Blieprint hat es gemocht. Gut, die Brille ist alles. So, die Frage ist, magst du es oder magst du es nicht? Auch du magst es? Aha. Ja, ja, das hat sich schon ein bisschen mehr, hat sich auf jeden Fall ein bisschen gelohnt. Also Pliprin und Kramurk sind durchaus die Pokémon, die tatsächlich alles fressen. Okay. Hat sich ein Wasserstein auf mein Pokémon angewendet, hat es sich entwickelt. Hier, Kirche. Ach, die sind hier. Egal, ob Mensch oder Pokémon, ist völlig normal, dass wir alle verschieden sind. Aber der alte Pokémon, der sagt ihn nach seiner Stärke, sondern suche auch nach seinen inneren Werten. Das ist ja das, was er wirklich erzählt. Es gibt Wörter. Ein, zwei, ein, jeder leichtfertig in den Mund nimmt, deren Bedeutung wieder nur die wenigsten zu erklären wagen. Diese lauten Liebe und Freude. Welche Menschen Pokémon einander die Hände sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen, denn wir leben schließlich alle in ein und derselben Welt. Ich muss gerade ein bisschen flüstern, weil die bieten mich gerade und jemand sollte man vielleicht nicht stören. Es ist ja ein wundersamer Kreislauf. Schöpferische Arbeit ermüdet den menschlichen Geist und lockt ihn aus. Doch kaum, dass dieser sich erquickt hat, kommt auch noch der Wunsch auf, etwas Kreatives zu erschaffen. Ich mache gerade gar nicht hier rein, ja. Einsamkeit ist ein ganz natürliches Gefühl, das es uns erlaubt, Mitgefühl zu empfinden, auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Gleichzeitig ist das Leben selbst die beste Medizin gegen diese Einsamkeit und jeden Verdruss. Und natürlich auch die Zeit, denn diese heilt bekanntlich alle Wunden. Hier finde ich die Ruhe, mein Vater und mein Sohn sowie das Leben allgemein nachzusehen. Die Pokémon und ich, sowie die Welt, in der wir leben, sind wiederum Teil der Natur um uns herum. Okay. Ah, der traut um seinen Vater, um seinen Sohn. Also niemand sollte als Elternteil seinen Sohn. Naja. Beerdigen.
Der Sinn meines Lebens besteht darin, in meiner Geheimbasis in den Untergrundhöhlen eine Statue an die nächste zu reihen. Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Aber mein Freund will nach Schleide ziehen. Allein wegen des Einkaufszentrums dort. Ja, und da sollten wir auch nochmal vorbei, auf jeden Fall dann. Also, wenn ich die Suche auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Den werde ich ja per Lyrins Ballkapsel anbringen. Meinst du, dass es dadurch noch anmutiger wird? Ich habe auch welche dran. Also, sagen wir mal so, ich habe eine Kram und bei Piepritten habe ich hier welche dran. Also, wenn ich die passenden habe, dann mache ich die auch. Ich finde die ganz cool, muss ich sagen. Ich finde einen coolen Nebeneffekt. Bringt jetzt nichts, aber es ist einfach nur ein Nebeneffekt. Aber der Wettbewerbsshow, das kann jetzt bei der Wettbewerbsshow was rauskommt. Hallo, hast du eine Kürzbox? Weiß ich, musst du unbedingt den Fängnis-Pokémon für Kappe suchen. War ich schon. Hallo, hast du schon den Globus in der globalen Wundertauschstation in Jupiter gesehen? Ich kann ihn nicht wirklich erkennen, aber ja, sie ist einfach fantastisch. Mir scheint, ist die Arena-Letterin Lamina momentan nicht da. Ha, sie hat bestimmt von meiner starken Wendigkeit gehört und ist geflüchtet. Ja, Lamina ist die Arena-Leiterin dieser Stadt, aber wie gesagt, nochmal, wir können nicht bisher sie nicht noch nicht herausfordern. Nicht jetzt. Okay, hier ist ein bisschen Chaos, da gehen wir schon mal wieder raus, ist sowieso niemand zu Hause. Hab ich hier noch irgendwas drin vergessen? Viele Menschen. Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Oh wow, du bist ein echter Pokémon-Trainer. Wenn Pokémon um sich hat, ist man für sie verantwortlich. Also viel Spaß und Freude mit ihnen. Ja, definitiv. Hey, diese Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Also weißt du, bist ein Trainer? Das heißt, du für deine Pokémon eine Art Elternersatz bist. Da weißt du ja bestimmt, dass da viel Neues entdeckt worden Pokémon unterwegs ist. Du kannst viel von ihnen lernen, so wie Eltern von ihren Kindern. Ich habe erwachsen werden, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Ich bin alle weg. Ich muss weiter. Meine Schwester, das ist ja immer Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Du stehst aber auch da hier komplett in der Ecke. Du kannst dich auch dazustellen. Ist ja zu einfach, aber ne? So, guck mal, war da ein Shopwerk höher. Was war da noch? Wie gesagt, es lohnt sich durchaus auch mit den Leuten zu quatschen. Vielleicht kriegt man ja was durchaus Brauchbares. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagt man, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu erwachsenen Pokémon nicht. Meine Enkel wollen alle ihre eigenen Pokémon. Das wird sicherlich einfach werden, aber so kommt diese Stimmung in die Bude. Eine Welt, der Menschen Mitgefühl zeigen für einer Gase, das wünsche ich mir. Ja, das ist ein bisschen cool. Es ist so praktisch, keine Treppe im Haus zu haben. Das würde ich angenehmer, sage ich dir. Also können sich die kleinen Pokémon und Treppen deutlich freier bewegen. Ja. So, gucken wir mal eben. Runter. So. Ich habe die Themenstärke im Rundturm der Runen gehalten. Wir befinden uns in Frode 209 auf dem Weg nach Trostdorf. Okay, gut zu wissen, dass wir die da kriegen. 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die zu einem Tanz gekommen, indem ich die Super Wettbewerbsshow gewinnen werde. So, und sonst haben wir, glaube ich, alles, ne? Was jetzt gebäudemäßig hier in der Stadt so. Wieder der zeigt euch übrigens, wo die Wettbewerbshalle ist. Nur so den beiden Betts. Ja, doch, dann haben wir alles. Gut. Okay, dann gehen wir mal Richtung zur Wettbewerbshalle. Ich finde da noch ein bisschen was Interessantes. Oh, pardon. Es tut mich wirklich leid. Willst du ihr meinen Wettbewerb einzunehmen? Ja, wir vergnügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arena-Leiterin von Erzofen, ein Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, woher das weiß. Und ja, Lamina, sieh mal, das bin ich. Wenn du dreh vor, sehr stark, denn du könntest mich herausfordern zu einem Kampf. Aber noch nicht jetzt. No. Scheint wohl Französin zu sein. So, dann gehen wir mal rein in dieses gute Stübchen. Mein Held. Oh, hallo, mein Schatz. Was? Ich jetzt? Sag bloß, Katrin ist deine Mutter. Da hast du bestimmt gute Karten bei der Superwettbewerbsshow. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mit Kev noch nie wirklich über die Superwettbewerbsshow gesprochen.
Aber ich bin ganz überrascht, dass es bei euch kippt. Ja, richtig. Danke nochmal, wie vorhin. Hier, diese Sticker bitte. Sauber Sticker. Zäh. Bringe dann deine neue Kapsel deines Pokémon an, wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst. Das macht sicherlich einen tollen Eindruck. Ich bin immer eine Jurorin. Schau doch mal vorbei, wenn dir nach Unterhaltung zumute ist. Keine Sorge, Handschläger bieten mir auch Übungswettbewerbe an. Okay, Katrin, bis später. Na, warst du überrascht, mich hier zu sehen? Aber langweilig, also habe ich einen kleinen Abstecher nach Herzhofen gemacht. Ich war übrigens nicht weniger überrascht, dich hier zu treffen, mein Kind. Du willst also bei der super Wettbewerbsshow mitmachen? Dann speise ich aber bitte etwas in Schale. Wie sieht das denn aus, wenn du da die würdige Alltagsklamotten neben deinem aufgebrannten Pokémon stehst? Zieh das lieber hier an, das passt besser. Ein Wettbewerbsoutfit. Putter einfach deine Mutter an ihrem treffsicheren Modegeschmack. Du warst bestimmt klasse daran aussehen. Na dann, wünsche viel Spaß bei der super Wettbewerbsshow. Du wirst sicher ein paar weitere charmante Facetten deiner Pokémon kennenlernen. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Jo. So. Versuchen wir noch mit dem. Du willst also an der super Wettbewerbsshow teilnehmen? Ah, wie ich sehe, hat es auch anscheinend einen Großboss. Na gut, habe ich einen fantastischen Großboss für dich. Einen exquisiten. Jedes letzte Pokémon, das an dem Wettbewerb teilnehmen soll. Ach, und noch ein guter Ratschlag für mich. Versuche ich aber Schalter ganz rechts nach normal an dem Übungswettbewerb. So eine Art Bissart der Vorbereitung. Das ist der, glaube ich, die Knusper. Ich schaue gerade mal. Ja, ist es. Und zwar, wenn ihr tatsächlich Milotic haben wollt. Milotic braucht, glaube ich, Schönheit von ungefähr 180. Damit sich das Pokémon entwickelt. Dann mit diesen braucht ihr hochwertige Knospe. Unter anderem diesen expliziten Level 60. Also, wenn ihr den, wie gesagt, hebt ihn auf. Ich hebe ihn jetzt auch gerade auf. Ich werde zwar Milotic nicht ins Team nehmen, da ich ein Wasser Pokémon schon besitze. Aber nur so nebenbei. So. Okay. Pokémon, die man zuvor Knospe gegeben hat, schneiden wir im Style besser ab. Deshalb solltest du in der Knospe von den Experten lernen, wie man Knospe zubereitet. Bei der Super Wettbewerbsshow besten sich Teilnehmer in folgenden Bereichen: Style, Tanz oder Attacken. Mein Freund hat dermaßen am Fieber, dass er sich gar nicht erst traut, an der Wettbewerbsshow teilzunehmen. Aber jetzt bloß mach. Alles klar. Ah, hier unten ist noch was. Eine junge Dame. Wenn zum Zerstand durchkühlt wird, bekommt er ein Futter ausgestellt. So, die Entscheidung steht. Heute wird kein Rückzug gemacht. Nein, ich werde mich für die Show anmelden. Nur die Ruhe wagen und dich durchhauen. Siehst du, das nimmst du ebenfalls an der Show teil? Nicht jetzt. Ich glaube, das mache ich nochmal irgendwann in Ruhe. Das muss ich jetzt nicht unbedingt hier reinquetschen. Gut. Okay. Dann. Haben wir es dann durch? Thema Herzhofen? Na, noch nicht ganz, denn unser Rivale taucht mal wieder auf. Er möchte kämpfen. Ja, ihr seht richtig. Was jetzt was wir heute machen, ist der Rivalenkampf. Tada, endlich. Hat mich wieder auch nicht warten lassen. Also wer ist inzwischen stärker? Du oder ich? Finde ich sofort heraus. Hey, du bist ja ein Pokémon-Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Bis jammer zögern, haben wir keine Zeit. Also, los geht's. Mach mal. Doch. Kämpfen wir mal gegen unseren kleinen Rivalen. Ja, muss mal ein bisschen. Jetzt bin ich wieder. Ich habe mich mal wieder hingesetzt. Ja, das letzte, was wir gesagt heute machen, ist der Rivalenkampf in dieser Folge. Fangen wir an. Schlafpferde, da sind wir eben schon so gut gefahren mit. Ah, nicht ganz, aber doch. Der die Paralyse greift. Doppelteam bestimmt. Ja, ich kann doch fies sein, ne? Das wäre jetzt gewesen, wenn es jetzt weg gewesen. So, jetzt greif bitte an, damit ich das Viech down kriege. Und tschüss, kleines Darling. Ich hab nichts, ne?
Ich habe nichts momentan gegen ein Wasser-Pokémon. Ich habe wieder ein Platz-Pokémon. Ich habe auch kein Elektro-Pokémon. Noch nicht. Also, zumindest was. Halt für die beiden Typen. Also ein Elektro-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon kriegen wir auf jeden Fall noch ins Team. Das ist schon mal klar. Und ich habe auch mein Team ein bisschen ausgelegt auf bestimmte Pokémon. Deswegen. Ich kann schon ein bisschen sehr weit vorausdenken, welches ich genau nehme. Erkläre ich euch aber dann, wenn es weiter ist. Die Checkerei habe ich mal wieder was. Das war von ihm. Im Zweifel hätte ich auch immer noch Kramurks. Also. Ja, Bambin ist momentan die einzige Unkonstante, wo ich noch nicht drin habe. Dann pushen wir mal weiter mit uns Initiative wert. Rasierblatt, okay. Ich hab doch doch, das kann sein, dass der Polita hat. Das ist das Pokémon. Da kommt das ja später. Meines ist ja Polita. Die Schöckerei ist weg. Polita 23. Nee, Pokémon 26. Was Polita noch? Ja. Dachte ich mir schon irgendwie sowas in die Richtung. Gut, dann wechseln wir auf unseren Starter. Machen wir noch auf. Ja, wie gesagt, das einzige Pokémon, was ein bisschen ändern könnte, ist halt, wie gesagt, sein Darmelin. Ich habe noch nicht zu dem Wasser-Pokémon. Und das wird dann auch ziemlich lustig bei der übernächsten Arena. Das ist eine Wasserräder. Und da müssen wir uns versuchen, um so durchzukämpfen. Wir haben das fast nicht. Nee, das noch nicht. Sein haben wir das. Das ist klar. Jetzt verweist man das schon wieder verloren ab. Ach, unser Team schon wieder ausgeschaltet. Vielleicht ist doch absichtlich, dass ich der größte Trainer weg werde. Nein, Unsinn. Das ist für mein Training. Schön krank. Genau. Das ist die Arena von Stadion. Dann. Also nichts treffen, bis der Staub stark geworden ist. Gut. Gut, dann sind wir durch den Herzofen. Das war's dann quasi mehr oder weniger heute schon wieder mit dieser Aufnahmesession. Ich werde mal gerade dass ich mein Team nochmal aufheile. Und in der nächsten Folge dürfte da Minimu Route 209 dran sein. Also 207, 208, 206 haben wir gemacht mit dieser Aufnahmesession. Plus das Tigerlaktik-Gebäude. Jo, man hört ja her zu. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahler Diamant. Und dann geht es weiter. Wahrscheinlich mit der Route 209. Aber das dann machen. Schauen wir mal, was dann. Bis dahin und tschüss.